Hallo ihr Lieben, jetzt haben wir den zweiten Teil vom Interview mit Mike Hübner. Und Mike und ich sprechen über das Thema Dehnen, Längenkraft. Man hört immer wieder auch oder liest sogar in der Literatur, dass Dehnen nicht so effizient ist. Und es ist viel wichtiger, ist, die Muskeln auf Länge zu trainieren. Ja, und auch Größen wie das Five-Konzept und Wolf Hartwart bringen das richtig rüber in der Ausbildung. Doch leider wird in den Studios oft vom Thema Dehnzirkel gesprochen und das ist natürlich nicht richtig. Also wir tauschen uns darüber aus und über Kollegen, die Mike Hübner empfiehlt, der Paki natürlich, dann Dr. Mosetter, der am Bodensee seine Klinik hat. Und auch ein Kollege, mit dem Mike Hübner eng zusammenarbeitet aus München, Dr. Pfitzer, der auch mit Blackroll zusammenarbeitet. Ja, ganz spannend, denn ihr bekommt hier auch einen Nachlass auf die Fortbildung von Mike. Und zwar kostet die Fortbildung normalerweise 1.800 Euro und ihr bekommt 200 Euro Nachlass über diesen Podcast. Das ist doch richtig toll. Und im zweiten Teil erfahrt ihr ab Minute 15 weiter, erfahrt ihr, warum ich immer noch mit meinen Beschwerden rummache, obwohl ich zu der myofaszialen Therapie gekommen bin und dass es einfach wichtig ist, am Ball zu bleiben. Wir sprechen halt eben auch darüber, dass alles zu seiner Zeit genau richtig ist und ja, machen einen kleinen Ausflug in das Spirituelle. Aber ganz, ganz klein. Versprochen. Viel Spaß jetzt bei dem Interview. Und deswegen ist es immer das Erste, die Muskulatur wieder auf Längenkraft zu bringen. Mhm. Und wenn dann noch was Fasziales... Da ist das Schlagwort Längenkraft. Genau, ja. Da war es wieder. Längenkraft. Und wenn wir hört dann... man aber noch nicht so oft. Was ist da los? Auch der... Robert Schleip spricht vom Dehnen und immer, also irgendwie das Längenkraft. Schleip ist der Faszienguru. Ja. Also der wirklich auch an der Forschung, also man sprechen noch so viele vom Dehnen, aber ja, wie du sagst, das kann nur jeder für sich irgendwie auch definieren. Aber wie ich es verstanden habe, ist es doch so, dass auf der Länge, wenn der Muskel wieder arbeiten muss, wirklich im allerkleinsten Bereich wieder Muskelzellen aktiviert werden und sich wieder aufbauen dann. Oder wie kann man sagen, also ja, kriegt der Zuwachs von mehr neuen Zellen wieder oder wie würdest du das definieren? Das ist, ja, gute Frage. Die einen sagen ja, ein Muskel hat seine Länge und da passiert nichts. Das verändert sich nicht. Also der wird dann nicht auf einmal dann noch länger. Ja, aber als Baby waren wir ja auch mal beweglicher. Ja, und wir waren kleiner. Also wir haben natürlich dann wirklich eine Größe bekommen. Also ein Muskel wächst natürlich schon und dementsprechend muss er natürlich auch Muskelfasern wieder noch anbauen und größer und länger werden. Oder die Pumper, die lassen ihren Muskelbauch ja auch immer mehr aufpumpen. Also er wächst da ja auch, aber eher in die Kürze. Richtig, aber das ist dann oder in Querformation wird dann dementsprechend Muskelfasermaterial aufgebaut. Und wir versuchen natürlich in Längsformation, also wie so eine Teleskopstange. Aber all das ist auch wieder, damit soll die Wissenschaft sich mit auseinandersetzen. Mhm. Weil die einen sagen, ja, aber der Muskel, der bleibt so lang, der Bizeps, der bleibt so lang. Aber machen die das schon in der Forschung? Ich glaube nicht, dass man wirklich guckt, was passiert da mikrobiologisch. Ich weiß nicht inwieweit. Ich denke mal schon, dass einige da, deswegen heißt es ja auch, denen bringt nichts, weil der Muskel bleibt einfach gleich lang, da passiert nichts. Also, keine Ahnung. Ich kann nur für mich sagen, das, was ich mache und sprich, ich gebe den Leuten und mache ja selber das auch schon über 10 Jahre, diese Längenkraftübungen, dass es den Menschen hilft. Ja. Es definitiv Längenkraftübungen hilft den Menschen, aus ihren Problemen rauszukommen. Ja. Und zu mir kommen ja wirklich Menschen, die von der Schulmedizin aufgegeben worden sind, nach dem Motto, da können wir nichts mehr machen, das müssen sie mit leben. Ja. Oder die halt eben auch schon alles gemacht haben und auch viel, egal was sie gemacht haben, also teilweise, die kommen mir an und sagen, ich habe das und das und das und das und das und das gemacht, sie sind die letzte Chance. Dann sage ich immer, ja super, unter Druck kann ich am besten arbeiten, danke, so, aus Spaß. Aber das ist wirklich so, die haben schon alles durchgemacht. Ja. Und dann behandle ich die und dann sagen die, wow, das ist der erste, das, was sie machen, ist was ganz anderes. Mir hat noch nie einer da gedrückt. Ja. Und ich habe noch nie eine Längenkraftübung machen müssen. Mhm. Ja, und das ist halt das Thema.
Wir brauchen einfach diese Längenkraft, wir brauchen eine Geschmeidigkeit, eine gut durchblutete Muskulatur. Mhm. Und ist natürlich ganz klar, das weißt du auch, ne, wenn alles vorne zu ist, gerade der Bauchmuskel. Ich bin BEMA, bezüglich der Durchblutung. Ja, ja, genau, richtig. Ja. Und wenn das natürlich alles zu kurz ist und nicht mehr richtig arbeitet, das System, ja, wo soll die Kraft und die Geschmeidigkeit herkommen? Ja. Das funktioniert nicht. Und das ist halt der Weg, der für mich am sinnvollsten ist. Und deswegen ist es eben in erster Linie, diese verkürzten, verspannten Muskeln erstmal wieder lösen, ja, auf Länge bringen, auf Längenkraft bringen. Und wenn dann noch faszial was ist, dann mache ich natürlich auch irgendwelche Faszientechniken, mhm, mit den Leuten oder gebe denen dann dementsprechend noch die ein oder andere Übung. Auch faszial natürlich in meinem Buch sind ja Längenkraftübungen, Faszienübungen und Mobilisationsübungen. Packe ich auf jeden Fall in die Beschreibung den Link, dass die Leute dann dein Buch bestellen natürlich können. Ja, danke. Klar. Ja, also das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, du machst das jetzt, wie gesagt, du hast gesagt 15 Jahre oder was, ja, aber es ist trotzdem nicht so bekannt. Und klar, du sprichst von Längenkraft, aber keiner spricht da draußen von Längenkraft. Also ja, es wird echt noch, glaube ich, dauern. Ich weiß nicht, also klar, Five und Wolf zum Beispiel, Wolf Harvard, der auf jeden Fall, aber klar, und die Five-Zirkel, die dann in den Fitnessstudios stehen, da ist ja es halt die Frage, ne? Da wird dann leider oft auch, die, sagen mir die Leute auch, ja, da gehe ich dann halt noch in den Dehnzirkel rein. Das ist, ja, ne? Ja. Es braucht halt einfach, denke ich, noch seine Zeit. Und genau. Und ich, in der Medizin war es ja schon immer so, wer heilt, hat recht und es ist, wird geforscht und dann ja wird sich widersprochen. Und, aber wie du sagst, seine Methode hat sich bewährt und ja, ist schon spannend. Ja, auf jeden Fall. Und der Paki, der macht es immer noch. Die Klinik in Krotzing, die ist voll von ihm. Ja. Und auch der Dr. Mooshetter, der macht immer mehr, habe ich jetzt auch gelesen, dass der halt, keine Ahnung, der macht. Wo sitzt der? Konstanz am Bodensee. Ah ja. Der hat es auch vom Paki gelernt. Und der hat es auch, wie, nicht wie andere. Den Namen wollen wir jetzt nicht nennen, aber sie sind riesig. Sie sind gerade riesig und überall. Genau. Ich wollte gerade fragen, also den Mooshetter magst du? Ja. Ich mag Menschen, die ehrlich sind, die aufrichtig ja sind und nicht sagen, sie haben alles erfunden, ne? Eben, genau, ja. Es das Rad ist eh schon das erfunden. Das Rad ist erfunden und ja, der Mooshetter ist da auch wirklich voll mit Herz und Seele dabei, was er macht. Okay, cool. Die Preise sind natürlich fragwürdig, aber ist egal. Gibt es eine bestimmte Internetseite? Ja, ja. Der nennt es Myoreflex. Ja. Und ganz viele Leute, die mich anschreiben und sagen, ja, Hübner, ich habe Ihr Buch gekauft und gelesen und das gibt mir wieder Hoffnung, aber ich kann nicht nach Hamburg kommen, weil ich halt irgendwo anders hier in Deutschland bin. Ja. Haben Sie mir nicht irgendwie vielleicht halt einen ja Therapeut in der Nähe? Ja. Und dann gebe ich denen immer die Seite vom Dr. Mooshetter, ja, Myoreflex, sage ich, gucken Sie da drauf, da gibt es einen Reiter, da steht drauf Praxen und Therapeuten, die er ausgebildet hat. Ah, ja. Mhm. Und natürlich gibt es immer Qualitätsunterschiede, das ist ganz klar. Ist ja klar. Aber das hat die ja Basis, mit dem Individuellen, mit einem selber zu tun. Eben, genau. Mhm. Jeder macht ja auch das, was er für richtig hält. Also ja, logisch, jeder ist anders, deswegen gibt es halt eben gute und bessere und noch bessere Therapeuten. Ja. Ja. Das ist so bei uns Menschen. Ist ja egal, in welche Richtung man schaut. Ja. Und von daher, mir macht es halt Spaß. Und ja, ich möchte natürlich schon mein Wissen weitergeben, weil ich weiß ja, dass es funktioniert. Das ist wirklich von 100% schaffe ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, die meisten, die hier kommen, sind ja schon wirklich von der Schulmedizin fallen gelassen. Ja. Und trotzdem kann ich wirklich gut 85-90% den Menschen, die kommen, helfen. Schön, ja. Und das ist halt wirklich, was mir dann auch Spaß macht. Ja. Dass die Leute dann glücklich sind und dass es denen besser geht. Und ja, das ist einfach großartig. Das größte Problem ist einfach, dass andere natürlich viel, viel mehr Werbung machen können und dementsprechend Marketing natürlich Marketing größer aufgestellt sind. Ja. Und eine gruselige Therapieform anbieten, egal, ja, ist halt leider so. Ich habe nämlich schon von einigen gehört, das ist einfach gruselig, wenn du dann nachher mit einem großen, natürlich großen, tollen Heft da stehst, halt, ne, wo dann drin steht, ja, du musst da und da und da drücken. Was ist das denn für eine Therapie? In Zukunft malen wir die Menschen an mit Punkt richtig, A, B eben, und C. Ja, jetzt richtig, drücken genau, wir da. Eben, genau. Ja. Selber drücken. Ja, und du musst ja es doch verstehen. Ja. Alles, was ich verstehe und verstanden ja habe, brauche ich kein Buch der Welt mehr, ja, weil ich es verstanden habe, wie es funktioniert. Und es ist wirklich so simpel. Genau. Ich komme mir manchmal schon komisch vor, wenn die Leute dann sagen, ja, das ist alles. Und dann sage ich mal, ja, mehr ist es nicht. Wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es wirklich so einfach und simpel. Ja.
Deswegen mache ich es, weil es ist wirklich und so. Und du machst es seit 15 Jahren mit Leidenschaft, oder? Ja, absolut. Wird dir nicht langweilig, das Gleiche zu drücken? In keinster Weise, weil es ist ja immer so eine zwischenmenschliche Geschichte. Ja. Und so viel wie gelacht wird bei mir halt auch. Ne, ich nehme das auch alles nicht ernst. Ne? Ich will den Menschen helfen und wir machen wirklich ganz, ganz viel Spaß. Und das ist ja auch, warum die Leute gerne dann auch zu mir kommen und immer wieder kommen, weil es einfach witzig ist. Ich bin keiner, der mit erhobenem Zeigefinger und was auch immer so sich profilieren muss, wie viele natürlich, die dann halt in Weiß rumlaufen, weil sie natürlich irgendwie meinen, sie müssen es da wie ein Arzt auftreten. Nein, ich bin kein Arzt, ich bin Therapeut, ich bin ein ganz normaler Mensch, der vielleicht ein bisschen besser als vielleicht ein anderer verstanden hat, wie man Menschen auch helfen kann. Und da ich halt ja auch, wie gesagt, das so halt nehme, wie es ist und wie es kommt, ist es einfach eine entspannte... Und Ärzte sind auch Menschen. Ja, natürlich. So, ne? Ja, natürlich, aber da ganz ist halt klar. Auch das alte Wissen bei manchen... Ja, oder Kopf. Eben gerade bei den Therapeuten ist es halt, manchmal sieht man ja immer wieder halt, ne? Die versuchen halt immer so auf diese oder gerne auf diese medizinisch-therapeutische, ärztliche Ebene zu kommen. Ja. Wir sind keine Ärzte, ne? Wie ich es will, und es funktioniert ja. Und alles andere ist doch in Ordnung. In welcher Farbe behandelst du? Was hast du für T-Shirt? So. Jeans und Pulli. Jeans und Pulli, meistens blau, ich liebe blau. Leger. voll leger. Aber mit Löchern. Aber du bist doch auch spirituell, weiß ist doch die Farbe der Yogis auch. Ja, aber ich bin ja kein Yogi. Ich bin spirituell, aber kein Yogi. Sind wir vielleicht ja alle ein bisschen spirituell, ne? Viele wissen es nur nicht mehr. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja das Thema. Richtig, genau. Ja. Naja, aber hast du irgendwie in dem Jahr Fortbildungen geplant? Also kannst du jetzt, vielleicht hören ja auch zufällig irgendwie interessanten Therapeuten zu. Bildest du nur Therapeuten aus oder darf es jeder bei dir lernen? Naja, letztendlich kann es ja jeder lernen, aber das Anwenden ist natürlich... so eine Sache in Deutschland. Recht eben, genau. Ja, was man daraus macht dann, Richtig, also sind es Therapeuten, Heilpraktiker. Ja. Ärzte haben auch schon angefragt, also von da, aber die wenigsten natürlich, klar. Mhm. Aber vielleicht, weil du noch nicht so bekannt bist, aber das kann ja sich ändern. Ja. Also für dieses Jahr steht auf jeden Fall erstmal an, dass ich mit einem meiner besten Freunde, Dr. Thorsten Fitzer, der ist in München, der hat es bei mir gelernt, die Ausbildung gemacht, die Fortbildung ist ja genau. Nicht bei dem in München, in Weiß. Nein, nicht bei dem, nein. Und der hat auch nur, die Praxis geht gut bei ihm, und der hat auch, der macht viel mit den Black Roll-Leuten zusammen, hat auch sein zweites Buch. Ach, der arbeitet mit Black Roll? Der arbeitet mit Black Roll zusammen und hat jetzt halt Kiefer-mäßig ein Buch rausgebracht über Faszien und so, also echt, der ist cool. Super aufgestellt. Muss ich unbedingt gucken. Und Kiefer? Ich gebe dir mal, ja, wirklich, das ist echt, das ist hat er gut gemacht. Ich gebe dir mal den Link, schick dir den mal zu. Ja. Und auf jeden Fall mit ihm wollen wir jetzt halt ein bisschen eben Deutschland weiter, weil ich ja hier in Hamburg bin, er ist in München. Ja, cool. Und wir werden es jetzt noch ein bisschen umschreiben, die Fortbildung. Und weil er natürlich doch noch ein bisschen mehr Ahnung hat durch sein Faszien, was er da macht. Und das werden wir dann nochmal auf dem aktuellen Stand bringen, halt diese ganze Phobie. Und also momentan bietest du dann nichts an, aber man kann sich freuen irgendwann oder generell mache ich immer noch. Generell mache ich immer noch. Also ich mache auch Einzelfortbildungen von Donnerstag bis Sonntag. Da war eine ja vor Angie, vor 2-3 Jahren, die war auch alleine, hat die das bei mir gemacht, und die schickt mir, die arbeitet in einem riesen Robinson-Club oder so halt auf Forte, und die schickt mir immer wieder Leute, weil ganz viele von Hamburg da Urlaub machen, und dann sagt sie, ihr müsst zu Mike. Ach cool. Und dann kommen, das ist natürlich super. Und dann behandeln die dort in den Hotels? Sie behandelt dann, genau, und dann sagt sie, ihr seid aus Hamburg, dann sagt sie, geht mal zu Mike. Ach so, die Gäste werden dann geschickt. Richtig, genau, richtig. Ah. Und von daher, also ich mache, wie gesagt, auch Einzel- magst du da mal, hast du da gerade Preise im Kopf? Nee. Für was Preise? Für die Fortbildung, was die kosten. Ach so, momentan sind es 1800. Ja. Vier Tage, 1800. Ja. Und ich frage mal ganz frech und spontan, wenn jetzt irgendwelche Zuhörer dabei sind, würdest du denen einen Rabatt geben, wenn die das jetzt hören? Über diesen Podcast? Ja, können wir machen. Können wir noch gucken, wie viel... Ja? Ja, klar, logisch, ja.
Okay, ja. Das packe ich dann auf jeden Fall in die Beschreibung. Ja, natürlich. Ja, das kriegen wir hin. Das auf jeden Fall. Vielleicht. Weil ja, ich kenne natürlich auch Kollegen, die, die sind neugierig, ne? Also ja. Faszientherapie, es gibt natürlich Faszientherapeuten in Hamburg und ich habe auch diese Faszien, also nach Christoph Rosmi, FDM gemacht, Faszien-Distorsionsmodell. Ja. Und das machen halt auch einige, sage ich mal jetzt so in Hamburg. Mhm. Klar, aber ich denke, es wäre gut, da, also muss natürlich jeder individuell wissen für sich, da den Horizont zu erweitern und nochmal so ein bisschen, ja, wie dieses Verständnis, die Biokinematik und so, das finde ich genial. Also das ist auch so, irgendwie hat das bei mir auch Klick gemacht. Leider, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja auch von dir behandeln lassen und bei mir ist es, das ist eben, wie siehst du das Thema, wenn man operiert wurde, wenn wirklich Länge genommen wurde? Mhm. Ja, das ist ja auch das, was der Paki sagt. Der sagt es ja ganz krass, wenn man operiert ist, braucht man gar nicht zu ihm kommen. Ah. Weil was willst du denn machen, wenn du jetzt, genau wie du schon sagst, dir Länge geklaut worden ist? Ja. Und dementsprechend sind natürlich die Erfolgschancen, je nachdem, vielleicht weniger da, geringer. Ja. Und damals, ich kann nur von damals reden, weil ich ja jetzt nichts mehr mit dem Paki großartig zu tun habe mit Walter. Ja. Und auf jeden Fall, damals hat er gesagt, nee, operiert brauchen sie nicht kommen, weil was soll er denn jetzt machen? Ich bin da natürlich nicht so krass, weil ich sage, okay, operiert, klar, es ist da was schiefgelaufen, aber vielleicht hat es den Menschen auch momentan auch geholfen. Ja. Vielleicht muss es einfach sein. Ja. Und es ist ja immer so im Leben, es kommt zu der Zeit, wenn es dann auch dafür, wenn die Zeit reif ist. Ich muss ja jetzt mal drastisch sagen, es ist, ich habe den Eindruck, dass es alles so zu mir kommen sollte, dass, damit ich das Ganze verstehe. Dass ich richtig. Aber es macht mich manchmal wütend, wenn ich immer diesen kleinen Schmerz, also kleinen Schmerz so unterschwellig spüre an meinem eigenen Körper und Patienten nach 2-3 Behandlungen schmerzfrei sind. Was heißt wütend? Ja. Ich will das ja gar nicht so, also ich gehe da nicht so rein, aber warum habe ich mir den Pfeifzirkel angeschafft? Ja. Ich habe auch mir die Reformer, ich habe mir Pilates-Geräte angeguckt, ich habe verglichen, ich habe mir auch Flex angeguckt. Am Ende vom Tag war Five sehr sympathisch und das Ganze und das war, und ich muss da immer wieder in die Übungen reingehen und dranbleiben. Ja, genau. Und leider habe ich für mich noch nicht dieses, wie du am Anfang beschrieben hast, so, dass man, wie mit der Frau, die so Rückenschmerzen hatte nach der einen Behandlung, dass sie jetzt halt schmerzfrei ist. Aber ich denke, und da finde ich zum Beispiel FDM auch nicht schlecht, gerade wenn man sich mal so ein Gelenk blockiert und so, dann ist es auch wichtig, dass man da mal an dem Gelenk zieht und so. Und da will jetzt ein Kollege auch nochmal ran, der FDM macht, weil da haben wir schon gemerkt, dass mein Fuß ziemlich steif ist. Ja, ich weiß es nicht, also klar, kann man da auch myofaszial mit Sicherheit. Klar, ja. Ja, natürlich. Die ganze Kette. Also es ist es ist ja nicht nur das Sprunggelenk, sondern es ist ja im gesamten Verlauf die Kette, wo man dann eben gucken muss, wo ist es jetzt genau halt, welche Fasern, welche Strukturen in einer Kette oder in verschiedenen Ketten, die arbeiten ja auch zusammen, ist da das Problem. Und da nochmal, wir haben das ja nur zwischendurch halt mal gemacht, diese ich war auch bei der Behandlung bei dir, kannst du dich nicht erinnern, bin ich jetzt nach Rahlstedt gefahren, doch. Ja, ja. Und habe ich dir auch gesagt, 2-3 Tage war das gut und dann kommt es wieder. Genau, und das ist so. Und auch wer jetzt, ich kann, also wenn ich jetzt hier so sitze, also auf meiner Homepage steht es ja auch, ist kein Geheimnis, ich wurde ja damals am Darm operiert und es fehlt halt mir eine wichtige Klappe, ne? Die Zirkalklappe zwischen dünn und Dickdarm. Und da ist natürlich einiges rumgeschnitten worden und wie du auch sagst, vielleicht war die OP notwendig, also vielleicht wäre ich ja jetzt nicht mehr da, ne? Ja, absolut, ich bin da ja auch dankbar, dass das alles so kommt, aber ich bin gespannt, ob es da in den nächsten Jahren noch mehr irgendwie Forschungsergebnisse gibt oder dass ich, ich tue ja schon alles, also ich behandle mich täglich seit 5 Jahren mit dem BEMA und der nimmt mir unheimlich viel Schmerzen. Okay. Diese regelmäßige, wie du auch sagst, ne, es ist wichtig, dass die Faszien und die Muskeln gut durchblutet sind, weil nur dann können sie arbeiten und diese nachweislich bessere Mikrozirkulation, da kann ich aus eigenem wirklich von mir sprechen, das funktioniert, ähnlich wie jetzt du mit deiner myofaszialen Behandlung, also es funktioniert wirklich und was ich da in den 5 Jahren gesehen habe an Patienten, die ich behandle, könnte ich jetzt auch schon ein Buch schreiben, ist richtig genial. Ja, ich kriege das ja auch mal so ein bisschen mit bei dir, das ist großartig, das ist cool, das ist echt gut. Also da ist der Professor Klopp auch ein richtig genialer, der ist ja ein ehemaliger
Chefarzt von der Charité Berlin, der hat an dem Thema Mikrozirkulation geforscht. Ja. Und hat richtig dicke Schinken damals geschrieben, richtig dicke, da war ich noch 1985, bin ich gerade erst geschlüpft. Also, seitdem forscht er an dem Thema Mikrozirkulation. Ne? Und das ist doch auch wieder so dieses Thema, jetzt sprechen alle von Faszien, von Mikrozirkulation. Mhm. Wir haben mal Kollegen, die sich da auch ein bisschen auskennen und mit Ärzten sprechen. Im Studium hast du 2-3 Stunden über das Thema Mikrozirkulation. Ja. Wenn man mal überlegt, dass das Thema Mikrozirkulation, ähnlich wie die Faszien, es macht 75% in unserem Körper aus, die allerkleinsten Blutgefäße. Also es ist schon Wahnsinn. Deswegen, ich denke manchmal, das soll alles so sein, dass wir das nicht wissen. Weil, klar, unser Schulmedizinsystem funktioniert halt auch. Ja, so. Bedingt, aber es funktioniert. In manchen Richtungen funktioniert es natürlich besser. Ich meine es jetzt auch eher so ein bisschen sarkastisch, ne? Mhm. In Bezug auf das gutes Wissen. Das gibt es ja schon ganz, ganz lange irgendwie auch chinesische Medizin und alles. Ja, das mit Absicht, naja, was ist mit Absicht? Aber ja, ich habe manchmal schon die Gedanken, dass es so verschwiegen wird und wird als Scharlatan abgetan. Ja. Und klar, wer sitzt denn in den Vorständen? Das sind Mediziner. Daher. Das ist ganz klar. Nee, da hast du recht, absolut. Pharmaindustrie dominiert und. Richtig, genau. Darum geht es auch gar nicht. So, und man gibt ja da auch schon wieder negative Energie gewisserweise rein. Ja, aber. Genau. Vor allem, wenn jetzt irgendwas wieder dramatisch ist, Menschen sind gestorben oder wie auch immer und man geht nach draußen und demonstriert. Die meisten Menschen gehen ja mit Ängsten dahin, weil die möchten ja nicht das Gleiche erfahren. Ja. Also demonstrieren Menschen, die mit einer negativen Energie da draußen sind, und die treffen sich alle zusammen mit ihrer negativen Energie. Wie soll denn aus etwas Negativem etwas Positives werden? Minus das, mal Minus. Ne, das funktioniert nicht. Gibt zwar Plus, aber scheint funktioniert nicht. Nee. Mit der Energie funktioniert es definitiv nicht. Das auf jeden Fall nicht. Und das ist das Problem dann, ne? Dass du dann wirklich glaubst, sag, ja, jetzt haben wir was gemacht, aber es ist eine negative Energie, weil jeder mit seiner Angst rausgegangen ist. Wenn jeder rausgeht, wir wollen das nicht mehr und so und wir sind dann positiv eingestellt, dann wäre es auch. Es ist sehr spannend. Also es ist ein komplexes Thema auf jeden Fall. Man kann ja vielleicht dann nochmal ein Interview machen, wenn die Leute sagen, oh, habe ich alles gar nicht verstanden oder so. Oder ja, weil Myofaszial oder diese Biokinematik. Ja. Gibt es da ein Buch, wo du empfehlen würdest, was, also dein Buch auf jeden Fall, aber gibt es noch eins, was du sagst, hat der Dr. Packi ein Buch geschrieben? Nee, Packi nicht, aber Dr. Mosetter. Ja, okay. Der hat verschiedene Bücher geschrieben und die sind super. Die sind wirklich gut. Das ist so schön erklärt. Ja. Also auch für Leute, die medizinische Laien sind. Also ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und er nennt es das ist auch wieder so interessant, er nennt es Kit-Kraft in Dehnung. Mhm. Also diese Längenkraft. Ja. Ja, von daher. Und ich finde es so schön, wenn man sich vernetzt. Also nicht dieses Konkurrentendenken oder so, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die noch, oder, unsere Hilfe gebrauchen könnten. Ich sage immer, der in meine Praxis schneit, der hat das halt, also das soll so sein. Ja. Siehst du das auch so, dass die Klienten, die zu dir kommen, dass es so sein soll? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja bei mir, jetzt macht es ja schon ein bisschen länger hier in Hamburg, dass es wirklich, die meisten Leute kommen halt eben über Empfehlungen. Ja. Und ja, über Angie jetzt auch ganz viele, natürlich immer mehr halt, die dann zu mir kommen. Und ein kleinerer Teil ist natürlich dann über meine Bücher, die mich dann anschreiben oder anrufen. Aber das meiste ist natürlich tatsächlich über Empfehlung, die dann zu mir kommen. Und dann ist es so. Und manche sagen dann auch, wow, warum bin ich nicht schon vor 2 Jahren bei Ihnen gewesen? Ja. Dann sage ich auch mal, ja, vor 2 Jahren war es halt einfach noch nicht Ihre Zeit. Ja, genau. Es ist einfach so, ne? Es ist, weil wer weiß, jetzt sind Sie so weit von Ihrem Verständnis her, weil Sie es ja schon alles vorher, die anderen Sachen gemacht haben und jetzt endlich verstanden haben, okay, es hat nichts geholfen. Die wären vor 2 Jahren garantiert nicht zu mir gekommen, weil die dann natürlich noch gedacht hätten, okay, da muss ich auch so viel Zahlen halten, dann probiere ich erstmal das aus und probiere erstmal das aus, weil das ist natürlich bekannter und das ist bekannter. Ja. Garantiert, aber das sehen wir natürlich nicht als Menschen, weil wir denken natürlich immer nur, oh, verdammt, warum ist es denn nicht so und warum komme ich erst jetzt dahin? Es ist alles zu seinem Zeitpunkt. Alles ist so, wie es ist, richtig. Auch wenn wir natürlich manchmal denken, oh, ich hätte es aber gerne anders.
da sind wir dann wieder, halt wieder sehr vielen. Ja, und da ist natürlich auch wieder dann vom Spirituellen her, wer hinterfragt denn da oder welcher Verstand? Wer möchte denn jetzt da gerade, dass es anders ist? Ja. Also von daher. Wer möchte es? Wie würdest du das beantworten? Wer möchte es? Ja, es ist das Ego, ne? Was das möchte. Das Ego hat ja, sagt, das ist gut und das ist schlecht. Ja. Dieses. Ja, das Engelchen, Teufelchen. Ja, richtig. Und das ist, das nennst wie du willst, aber es ist ja letztendlich das Ego. Ne? Mhm. Und gut und böse, ne? Es ist alles das Ego und das bewertet. Und wenn du bewertest, dann hast du natürlich, du musst ja etwas Gutes haben, um etwas nicht Gutes zu haben. Also wenn du etwas bewertest, oh, das ist aber schön, die Blume, dann musst du ja auch eine Bewertung haben, für die ist aber hässlich die genau, Blume. Genau, ja, ja. Und darum geht es einfach. Genau, halt, ne? Also, ne? Genau. Ja. Und von daher ist es dann einfach so es ist, und das sollten wir wirklich öfters auch mal ins immer wieder vor Augen führen, alles ist okay, so wie es ist. Mhm. Auch wenn es, wie gesagt, nicht, auch wenn wir Schmerzen haben oder wenn du Schmerzen hast. Ich merke es. Aber es ist, alles ist so wie es ist, ist in Ordnung. Und das Annehmen lernen. Und dass ich mich damit nicht identifiziere, ne, mit meinem Schmerz. Eben, genau, ja. Und das Annehmen dessen, was jetzt gerade ist, für dich, für mich und für uns alle, das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir das nicht annehmen wollen, dann haben wir immer eine Abwehr, Energie, die wir verbrauchen, die wir für etwas anderes Positives nehmen könnten. Ja. Also bist du immer irgendwo im Widerstand, auch wenn es nur so ein bisschen ist. Ja. Aber du bist im Widerstand. Ja, ich weiß. Und das ist halt eben dann auch so eine Was Sache, warum wir leiden. Was würdest du mir für einen Tipp geben? Also das ist, finde ich, echt schwer, da so viel, ich probiere das, Liebe dahin zu bringen, zu diesem OP-Gebiet oder was. Aber ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht damit im Frieden. Ist wohl, wie du sagst, dann auch noch nicht, also ist, ich glaube auch, es ist noch nicht die Zeit, noch nicht komplett. Das Problem ist, dass es nur, weil du damit im Frieden bist, heißt es noch lange nicht, dass es weg ist. Ja. Das ist das Problem vielleicht, dass du wirst den Schmerz trotzdem haben. Aber dieses anzunehmen und zu sagen, okay, das ist ein Teil von diesem Körper, den du mitbekommen hast, das ist jetzt, ne, auf dieser Welt hier, dann auf, in diesem Körper ist das einfach ein Teil und du nimmst es an, wie viele Menschen sind wirklich so elendskrank und die sind trotzdem positiv und denen geht es gut, obwohl es natürlich für uns nicht gut geht. Ja. Also es ist wirklich mehr so dieses Annehmen. Das Annehmen darf man aber eben nicht verwechseln mit, na, ich nehme es an, jetzt muss es weg sein. Nee, das ist es nicht. Ja, ne? Wirklich. Ja. Und da ist meistens der Knackpunkt drin, dass wir halt, wie du schon sagtest, ja, aber ich versuche und ich mache ja, aber trotzdem... nee, es ist so, wie es ist und das Annehmen, auch dieses Leid oder dieses Nicht-so-Gute, auch das Annehmen und damit halt in Frieden kommen. Das ist, und ich weiß, es ist mega schwer und es ist immer mega schwer und ganz einfach ist es, darüber zu reden und irgendwas zu erzählen. Genau, andere können immer super darüber reden. Ne, genau, aber letztendlich... Ich weiß von der... Ne, geht es dahin in die Basis, Richtung. Was du meinst. Ne, genau, es ist einfach, nicht einfach, aber... So ist es. Ne? Versuchen wirklich es anzunehmen und dankbar für das sein, was ist. Mm. Und weg von diesem Bewerten, das ist halt wichtig. Ja. Ja, dass man nicht bewertet, aber wie gesagt, das sind alles unsere Wege, die wir haben, die ich genauso habe wie du und wie jeder andere auch. Ja, absolut. Na, und ist ja auch ein bisschen verrückt, ne, wenn man überlegt, dass halt einfach... dass wir eigentlich schon ganz, ganz viel wissen, was uns gut tun würde und machen es trotzdem nicht. Und sitzen trotzdem den ganzen Tag und machen trotzdem, dann rennen sie schnell zur Massage, dann geht es wieder weg. Ne? So, genau, dass man einfach nur in diesem Rad gefangen ist, viele und funktionieren wollen. Das ist schon traurig, weil die nehmen ja ihren Körper jetzt auch nicht als Geschenk an oder sich als Person irgendwie. Das richtig. So, da... denke ich, darf bei vielen auch noch mal ein bisschen was passieren, dass man noch mehr zu sich kommt und so. Und klar, und wie du sagst, es betrifft jeden Einzelnen, mich auch. Ja, es betrifft jeden Einzelnen und jeder wird auch erst dann da dran kommen, wenn es für ihn die Zeit ist. Mhm. Also ich habe einige Patienten, denen habe ich schon vor Jahren erzählt, von wegen glutenfrei, es macht dann doch mehr Sinn oder dies oder jenes halt. Und die haben es jetzt aber angehört. Aber sie waren noch nicht so weit und sie haben das auch gesagt, danke Mike, ist nett, aber passt momentan nicht. Ja. Und keine Ahnung, ein, zwei Jahre später hat sie das nochmal von jemand anders gehört und auf einmal hat es Klick gemacht und dann haben die angefangen und super, die sind so happy, denen geht es besser, die sind gesünder und dann haben die auch zu mir gesagt,
wir waren damals noch nicht so. Wir haben das für dich, weil wir sehen ja, dass du das machst und dies und jenes und so. Und es ist auch in Ordnung gewesen für uns. Wir haben das auch so gelassen, aber für uns war es noch nicht an der Zeit. Und jetzt auf einmal war es an der Zeit und der Knoten ist geplatzt und zack, es hat funktioniert und sie waren dafür offen und sie merken auch, dass es, wie gesagt, ihnen gut tut. Also wir können ganz, ganz vielen Menschen irgendetwas sagen, aber es ist so, wie ich habe früher mal vor Ewigkeiten, keine Ahnung, vor 20 Jahren mal ein Buch bekommen, habe da reingelesen und habe gesagt, was für ein scheiß Buch. Hatte ich noch nicht interessiert, war noch nicht zur Zeit. Genau. Weggelegt, drei Jahre später hochgeholt, ne, reingelesen, habe gedacht, boah, was für ein cooles Buch. Ja. Das meine ich damit. Ne? Also jeder Mensch ist, wie er ist und er hat seine Zeit und von daher kannst du denken, na, warum nimmt er das jetzt nicht an? Ich meine es doch gut mit dem, er kann es nicht annehmen, weil es noch nicht an der Zeit ist für ihn. Ja, das stimmt. Na, und dann lebt man auch wieder besser. Wenn man das auch so ein bisschen verstanden hat, dass man zwar gerne versucht, ne, dem einen oder dem anderen etwas mitzugeben, aber wenn es noch nicht an der Zeit ist, ist egal, aber du hast irgendwas gepflanzt. Und wenn es halt noch 10 Jahre oder 20... Samen vielleicht gesetzt. Genau, richtig, einen kleinen Samen gesetzt. Ja. Und selbst wenn es nicht sofort oder nach 20 Jahren ist, es ist egal. Aber er ist damit schon in Berührung gekommen, weil es ist eh schon alles vorgegeben, was ist. Also von daher... Voll schön, ja, voll das schöne Gespräch. Ich hoffe, dass wir sind jetzt von Faszien zu... Spiritualität. Was aber auch voll wichtig ist, finde ich. Also, Dank. Sehr gerne, Nasrin, vielen Dank dafür. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir jetzt auch, muss ich echt sagen. Und ich glaube, wir könnten uns noch über so viele Themen unterhalten. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Freude bei dem Podcast. Schreibt Mike gerne eure Fragen. Ihr könnt auch mir Kommentare schreiben. Dadurch unterstützt ihr den neuen Podcast, Holistic Podcast Nasrin, Faszientherapeutin packt aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einfach mal eure Meinung dazu schreibt, wie ihr denn den Podcast bisher findet. Er ist ja ganz, ganz frisch geschlüpft. Vielen lieben Dank und freut euch auf das nächste Interview. Eure Nasrin Faszien, Hamburg.